Alter, und ich kann's auch wirklich nicht glauben. Ist extrem geil, aber Wie viel? Von heute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute machen wir mal wieder ein kleines Update. Das ist mal wieder Dienstag. Hier ist der Flashback Patch Notes mit Mr. Hendrickson. Gibt keine. Danke, dass ihr im Video dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nee, aber jetzt mal no joke. Spaß beiseite. Wir haben natürlich neue Sachen in Overwatch. Das wäre auch nicht anders. Das allererste, was wir haben, ist Winston-Herausforderung. Winston könnt ihr ab jetzt ja die Herausforderung machen. Was es euch bringt, keine Ahnung. War eigentlich ganz witzig am Anfang, aber ich glaube, Winston werde ich jetzt nicht direkt machen, sondern mir ein bisschen Zeit geben. Denn momentan muss ich euch sagen, kurz ein eigenes Wort an der Stelle. Ihr könnt gerne kurz ein bisschen skippen, wenn euch nur Overwatch juckt. Auf dem Kanal wird es eine kleine Umstellung geben, aber bitte nicht absolut zu ernst nehmen. Es kommt immer noch Overwatch. Aber es kann wirklich jetzt sein, dass mal ab und zu Dream-Highlights kommen von irgendwelchen heftigen Sachen. Damit meine ich, na, zum Teil Fortnite, zum Teil auch andere komplett random Spiele, Stream-Highlights, sowas einfach mal kommen. Oder eine Reaction, aber eine Reaction würde an einem Tag kommen, wo ich normalerweise keine Videos hochlade. Das heißt, ja, das Video fällt dann halt nicht aus am nächsten Tag. Das zweite, was ich noch dazu zu sagen hätte, ist, dass ich persönlich auch überlege, mal wirklich auch nur Videos zu machen von anderen Spielen, weil, keine Ahnung, Overwatch ist geil, macht auch Spaß, aber ich spiele momentan irgendwie ein bisschen mehr andere Spiele. Das liegt aber auch mehr daran, dass ich natürlich auch durch Stream halt andere Spiele spiele, besonders ich werde am Freitag nur noch FIFA spielen. Ja, ich bin einer dieser Opfer. So, und wir gehen mal auf die Jubiläumssachen ein, denn da haben wir echt extrem viel. Ich weiß doch gar nicht, was ich anfangen soll. Als allererstes, ihr könnt euch wirklich daily, also nicht daily, jede Woche ein Emote und eine seltene Sache spielen. In dem Fall könnt ihr euch in dem Fall ja halt das Highlight-Intro anmutig von Echo erspielen. Und wir werden über die Wochen auch immer mehr Sachen kriegen. An die Leute, die sich jetzt wundern, welches Highlight-Intro das denn ist, anmutig ist dieses Highlight-Intro. Das ist sogar, glaube ich, komplett neu oder manchmal im Shop, aber extrem geil. Dazu werdet ihr auch wöchentlich einmal im Shop seltene Skins sehen. Ich wünsche, das würde jetzt einfach mal laden. Die haben nicht wirklich die Skins von der Vorbestellung jetzt hier reingeballert. Es ist, naja. Dann könnt ihr halt für jeden Helden, wo ihr dann irgendwas verpasst habt, halt, ja, die Skins bekommen. Ich meine hier zum Beispiel der Imker-Skin, der war halt in einem Pack drin von irgendwie Season 2 oder 3. Hermes-Skin von Lucio. Tatsächlich finde ich den ganz geil. Ich überlege mir sogar, den echt zu holen, weil der ist echt nicht schlecht und ich habe genug übrig. Oder halt den von, ja, Doomfist oder alle diese Sachen. Finde ich geil. Wird jetzt alles wieder reinkommen. Ihr könnt, falls ihr irgendeinen Skin noch nicht hattet, einen Overwatch, den jetzt auf jeden Fall wieder kriegen. Extrem geil. Warum nicht? Das Event ist, by the way, 3 Wochen lang. Das heißt, wir werden 3 verschiedene Wochen kriegen. Und was geil daran ist, ihr seht, es sind Spiele drin. Und momentan ist Kampf um Olymp drin. Und, ja, ich weiß nicht, ob Kopfgeld auch zählt. Ich glaube, Kopfgeld zählt nicht. Aber dann noch Winter Brawls, halt der May-Iceball-Modus und halt Kampf um Olymp mit den geilen Fähigkeiten. Dann in der 2. Woche werden wir Star Wars wieder kriegen. Das heißt, das gilt auch alles übrigens für die Skins, weil jetzt haben wir momentan die Winter Wonderland-Skins. Danach dürfen wir uns auf Star Wars freuen. Persönlich richtig geil. Pachimari und der alte neue Modus oder eigentlich der alte Modus kehrt wieder zurück. Wir werden wieder Angriff, also Hanamura, diese ganzen Maps können wir dann spielen. Wer Bock hat, ich glaube dazu werde ich auf jeden Fall ein Video machen, weil das hört sich echt ganz cool an. Season 3 wird dann natürlich umso geiler, denn in Season 3 kriegen wir wieder Summer Games. Das heißt, Lucio Ball wird zurückkommen, und Molly Ball wird zurückkommen und höchstwahrscheinlich auch, wie ich mir jetzt denke, dieses Mischief in Magic, also das wurde anscheinend geleakt, dass dieses Mischief in Magic zurückkommt, auch extrem nice. Man kann, by the way, bis zu 3000 Overwatch-Credits verdienen in der Zeit von dem Event. Manche Skins könnt ihr hier kaufen, aber eigentlich, also eigentlich wirklich nur die epischen, die legendären müsst ihr von dem normalen Geld kaufen, ich weiß gar nicht. Ja, egal, das ist dann halt so. Ja, und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen aus dem Video mitnehmen. Das war's dann auch eigentlich mit dem Video. Es sollte nur ein kurzes, kleines Video sein. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich muss jetzt, ja, gucken. By the way, am Freitag kommt mal ein Fortnite-Video. Es tut mir leid, wenn manche den Fortnite nicht mögen, aber ich liebe Fortnite halt, weil wir haben einen geilen Modus gespielt, TTT. Guckt gerne rein. Ja, ciao, ne?